L wie Lumpenproletariat. Marx ist einer der berühmtesten Deutschen. Er hat die Geschichte mit seinen Gedanken sehr beeinflusst. Ob er zufrieden mit dem gewesen wäre, was in seinem Namen alles gemacht und gesagt wurde, können wir nicht wissen. Geblieben sind von ihm seine Worte, zum Beispiel das Wort Lumpenproletariat. Und auch im Polnischen ist dieses Wort geblieben. Was ist ein Lumpen? Ein Lumpen ist ein abgerissenes oder abgeschnittenes Stück Stoff und abgetragene, schon kaputte Kleidungsstücke. Das Lumpenproletariat ist also eher arm. Zu dem Lumpenproletariat zählte Marx vor allem arme Menschen und Verbrecher. Das Lumpenproletariat waren fast alle Menschen unterhalb der Arbeiterklasse. Positiv hat Marx nicht über das Lumpenproletariat gedacht. Er glaubte, es könnte die Revolution der Arbeiterklasse gefährden. Bei der Diktatur des Proletariats hat er das Lumpenproletariat ausgeschlossen. Marx glaubte übrigens, dass es nur ein vereintes Deutschland geben könnte, wenn Polen unabhängig ist. Ohne ein unabhängiges Polen kein einiges Deutschland, so sagte er. 1871 gab es dann doch mit der Reichsgründung ein einiges Deutschland und sehr viel später erst ein unabhängiges Polen. Nicht das einzige Mal, dass sich Marx geirrt hat. Sein Bart war aber trotzdem toll, nicht wahr? Macht's gut!